Willkommen zurück zu diesem Ding-Dong der Leidenschaft. Let's play mein Ding-Ding-Dong. Mein Dralalalala. Mein Ding-Ding-Dong der Leidenschaft. Wow. Okay, Stimmungsumfrage, Stimmungsumfrage. Wie ist die Stimmung? Mir geht's gut. Noch besser wäre es, wenn Valentine verhindert hätte, dass Königin Funkelnde Beute stirbt. Wow, was kann ich denn dafür? Und wieso stört dich das? Du weißt ja nicht mal ihren Namen. Wären wir auf Plündertour gegangen, wie von mir vorgeschlagen, hätten wir den Dragonlord vielleicht aufhalten können. Aber nein, du musstest ja den Helden spielen. Okay, die Stimmung ist also gut. Super gute Vibes. Die muss ich nicht mehr checken. Oh-oh, es gibt Ärger in der Party. Vorsicht, sie würde lieber alles in die Luft jagen, als die Kontrolle zu verlieren. Aha, verstehe. Gut. Pilze! Komm schon, Ding-Dong der Leidenschaft. Lass uns die Pilze ausschalten. Ich glaube, Gift wird gegen die nicht viel machen. Aber Hurricane wird. Keine Ahnung, was da noch war. Nein. Weg von mir. Ein Monster. Pilzgefährte, räume auf. Guter Mann. Was fightest du da? Mit einem anderen Pilz. Das ist ein Pilzkampf. Cool. Was fettes hier? Schriftrolle. Yay. Ich habe diese Idioten in meinem Königreich satt. Ein Becher Cola in der Taverne ist doch kein Date. Und meine Eltern sind auch keine Hilfe. Heirate reich, sagt meine Mutter. Heirate der Position wegen, mein Vater. Was ist mit der Liebe, frage ich. Aber sie lachten mich nur aus. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich habe bei Komm nicht her, B&B, einen Leuchtturm gemietet. Ich leg mich kurz hin, verfluche mich zu ewigem Schlaf und warte, bis meine wahre Liebe mich aufweckt. So geht Liebe doch. Oder etwa nicht? Kein Kommentar. Woher soll ich das wissen? Uns geht es furchtbar schlecht, weil dieser schreckliche Virus sein Unwesen treibt. Wir sind am Rande der Vernichtung und brauchen eine Heldenfigur. Wenn das auf dich zutrifft, komm in unser Auffanglager und sprich mit meiner Frau, Königin. Virus trifft nicht auf mich zu. Epische Musik auch nicht. Aber ich höre es im Hintergrund. Komm schon, Ding-Dong der Leidenschaft. Ach, das macht nichts gegen Pilze. Die Pilze sind nicht sehr beeindruckt von meinem Ding-Dong. Pilzgefährte hat schon wieder einen fahren lassen. Komm nochmal, Pilzgefährte. Nur weiter so, meine ich. Nur weiter so. So viele Giftwaffen. Machen wir einfach einen Tornado. Der wird schon richten. Sag ich ja. Blaues. Pilzgefährte hat schon wieder den fahren lassen. Gute Arbeit. Irgendwo ist Clapjab auch hin. Hallo, Fremdling. Ich fürchte, ich kann nicht bleiben, um dich gebührend zu begrüßen. Aber ich bin Frau Königin Lumphine und schrecklich entzückt von deiner heldenhaften Persönlichkeit. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mission, aber wenn du uns helfen willst, sprich mit dem alten Lumpf. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Fremdling, ich muss mich an die Truppen wenden. Open the gate. Passt gut auf, ihr Lümpfe. Die Mission, zu der wir uns aufmachen, ist eine große Gefahr. Dieser böse alte Griesgram von einem Zauberer hat unseren Mitlumpf entführt. Aber wir werden ihn befreien. Folgt mir, meine Lümpfe. Zu Befehl, meine Frau Königin. Wir werden euch bis zum Tod verteidigen, Frau Königin. Glanzvoll, Baby. Haltet eure lumpfigen Augen nach den Infizierten offen. Heute werden wir nicht gefressen. Ich glaube, du wirst gefressen. Naja, hier. Der Glücksfaktor steigt. Glücksfaktor schlagt da.
Macht das Schaden an mir? Ich hab's mir nämlich nicht durchgelesen. Schaut nichts aus. Heilung, Heilung macht's. Heilung ist besser als Schaden. Papa. Papa. Wir wenden uns im Blut wie dreckige Maden. Wir sind noch am Leben. Wow, Bruder, und das heißt, dass es immer noch Hoffnung Poesie. Gibt, dass die Dinge besser werden. Zerstörende Poesie. Trotzdem werden wir alle sterben. Die Welle der Betrüger. How did you? Du siehst aus wie jemand, der vor keinem lumpfigen Kampf zurückschreckt. Was für ein toller Anblick für meine alten Augen. Denn wir haben hier in der Gegend jede Menge lumpfigen Ärger. Und alle unsere Kämpfer befinden sich in der vorgeschobenen Operationsbasis und versuchen, unser Dorf zurückzuerobern. Hast du schon von den Blauen gehört? Kann ich nicht bejahen. Sie waren mal unsere Artgenossen, aber dann haben sie sich mit irgendetwas infiziert. Alter Lumpf! Sie kommen! Wie aufs Lumpfwort. Du wirst es wohl gleich selbst sehen. In Deckung! Die Blauen kommen! Nein! Sie fliegen. Weg von meinem Ding-Dong der Leidenschaft. Das wird schon richten. Mein Dralalalala. Kommt eine blaue Lymphe. Komm schon, Pilzgefährte. Die sind doch keine Gefahr für uns. Oh. Die Ziele da brauchen würde. Das Ding Dong hat so ein Spray. Da braucht man kein Ziel. Und sie sind überall. Ich mag mit einem Bein im Grab stehen. Ich kann nicht lumpfen, dass sie uns gefunden haben. Das ist echt lumpfig. Komm her. Es ist eine verlumpfte Schande, seine Artgenossen auf diese Weise zu töten. Aber soweit wir wissen, gibt es kein Heilmittel für die Blauwut. Hirnilumpf hat an einem gearbeitet, bevor er von Gurgelrotz erwischt wurde. Wo wir gerade dabei sind, Lumpfine wollte den Schlauberger haben. Sie hätte sich recht melden müssen. Könntest du nachsehen, ob es meiner Frau Königin umgeht? Ich muss mich um die anderen Lymphe im Lager kümmern und sicherstellen, dass niemand gebissen wurde. Sei vorsichtig da draußen. Gurgelrotz ist ein gemeiner Kerl. Wenn das jemand hört, bin ich in Schwierigkeiten. Gurgelrotz hat meine Königinnenwache getötet und jetzt ist er... Nö, es ist alles in Ordnung. Uns geht es hier echt gut. Wir trinken nur Tee und reden über unsere Gefühle. Du kriegst mich nicht. Ich bin der Pilzmann. Ich laufe durch den Wald so schnell, wie ich kann. Ich sammle die Pilze hier ganz ohne Not. Ich muss mich beeilen, denn sonst bin ich tot. Geschwind, du frisst mich nie! Oh, ein saftiger Pilz! Ich greif nur kurz. Ah! Ah! Nein! Zähne! Zähne! Ja. Was auch immer da gerade passiert ist. Der arme Pilzmann. Hoffen wir nur, dass mein Pilzgefährten nicht so ergeht. Nein, er ist ein Pilz, also wird da schon gut sein. Wie gut. Weg mit dir, kleines Biechten. Da gibt es Bosses Pilzgefährte. Uff. Pilzgefährte hat schon wieder einen fahren lassen. Komm, Pilzgefährte. Gleich voll gelootet hier.
das Schaden auch macht. Ich habe es nicht genau durchgelesen, aber der andere Zauberspruch hat mir nicht gefallen. Ich glaube Eisschaden oder langsam Schaden macht das. Pilz, warte. Hat seinen Spezialmove wieder eingesetzt. Wo ist der Kleine? Hier. Ist das Pilzchen. Gute Arbeit. Ja, ich nehme auch weiße Loot mit. Zum Weg kommt, um mich aufzuhalten. Klar, Pilzgefährte, vernichte sie mit einer Spezialpower. Sie blauen. Macht, dass sie tot sind, Pilzgefährte. Die nicht alle gebrochen. Du Glückspilz! Grün. Machen wir das noch auf in der Zwischenzeit. Sehr schön. Warum kann ich die noch nicht anlegen? Das Ding-Dong der Leidenschaft muss natürlich draußen bleiben. Die waren gut, glaube ich, die Shotguns. Nice. Jo. Du hast meinen Dank. Achtung, dumme kleine Lymphe. Wenn ihr eure geliebte Frau da. Königin retten wollt, kommt ins Dorf. Oh, mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst beunruhigend. Hör zu, Fremdling. Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwut-Virus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lymphe ein für alle Mal zu vernichten. Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere infizierten Brüder sind verloren. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Oh, und Lymphe, ihr solltet euch beeilen, sonst könnte Lumphine etwas blauer sein als sonst. Dieser verlumpfte Lumpfmörder, Hirnilump, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings, ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um Reagenzien für Gurgelrotz Pilzverbesserungstrank zu sammeln. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. Triff mich in der Operationsbasis außerhalb des Dorfes, wenn du fertig bist. Hat mich eingezwängt. Oh. Ich bin frei. Oh, Gott sei Dank. Pass auf deinen Hintern auf. Gurgelrotz Lieblingskrabbe Asabel wurde in der Gegend gesichtet. Was? Was machst du denn da? Lass meine Asabel aus dem Spiel. Sonst. Was sonst? Du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Jetzt lass sie in Ruhe. Da. Mein Ding doch und wird drauf schießen. Ah, das macht Schaden. Leidenschaftlichen Nein, Schaden. Du Monster! Hör mir zu. Bisher warst du nur ein lästiges Ärgernis. Aber jetzt ist das persönlich. Sobald ich mit den Lymphen fertig bin, bist du dran. Das geschieht dir recht, du verlumpfter Lumpfsack.
No Murphin Visitors. Oh, was bin ich? Wir Lymphe schnitzen seit Generationen diese Dachpilze, um unsere Häuser zu bauen. So ein bisschen auf die defensive Art. Naja, ein bisschen besser habe ich es mir vorgestellt, die Shotgun. Was hat mich da gerade attackiert? Ein gespawnter Pilz. Da kommen ein paar Pilze. Ui. Komm schon. Heilfeld. Und da kommen viele Pilze. Resistenz, ja, wurscht, egal. Ist da schokoladiger Pilz gestanden? Habe ich das richtig gesehen? Wie viel Platz habe ich noch? Nicht viel. Schlecht. Ja, muss ich ein bisschen weißen Loot halt liegen lassen. Tick-Tack, die Uhr tickt und 1, 2, 3. Ist Lumphine jemals wieder frei? Das wirst du mir büßen. Das werden wir ja sehen, alter Mann. Rucksack voll. Zu viel Weißschrot mitgenommen. Und so viele Sachen, die wir sowieso nicht nehmen können. Oh, ich sollte nochmal am besten gleich verkaufen gehen. Wo sagt die Karte? Ich glaube, hier links unten sind Automaten eigentlich. Schauen wir mal runter, bevor wir hier weitermachen. Verpiss dich oder stirb! Okay, verpiss mich dann. Mögt ihr Metal? Blöde Frage. Natürlich mögt ihr Metal, wenn nicht. Also, da läuft so eine Art kleiner Bandwettbewerb im Wald, bei dem euer Talent gefragt sein könnte. Für den Metal! Also herhören, es läuft so. Da ist eine seltsame kleine Kreatur im Moder, die Zähne braucht. Eine Menge Zähne. Und da ihr so gut darin seid, irgendwelche Sachen aus was rauszuprügeln, sollte das doch genau eure Hausnummer sein, Tomodachis. Schluchzend Moda, Lady vom See, 10 Angel eines Trolls. Okay, wir sind dann ganz wieder am Anfang. Dann kann ich hier verkaufen, schnell. Und den Baden, nein. 10 Angel eines Trolls, kleiner Blauer, doch, das ist das, was wir machen dann. Brauchst du was von mir, Brezenseite? Wie hast du mich genannt? Brezenseite? Okay. Ach, was für eine Schönheit. Gut, gib her. Meine. Oh, was zum Teufel. Also nicht mal in Ruhe verkaufen. Weg mit euch, kleinen Pilzen. Alles klar, Pilzgefährte? Oh nein, es ist nicht. Keine Sorge, ich hab dich. Dann weiter zu den Lumpfen. Ignoriert die Kleinen da. Mitkommen, Pilzgefährte. Oh, ey. Pilzgefährte führt einen Pilzkrieg, einen Privatpilzkrieg. Lass mich in Ruhe. Wow. Flüchtlingslager. Oh, ey. Schlechter Zeitpunkt für dieses Wort. Okay, lass uns durchpushen und die Schlumpfmission fertig machen. So, noch mehr. Ein Gramm spawnt. Ja, die Loot wird mitgenommen. Wenn ich es nehmen darf. Mist, jetzt habe ich was ausgerüstet. Verdammt! Oh, das Schild ist
Was nicht ein goldenes, das ist ein goldenes. Hier, hier, hier. Gut. Weiter. Was sagt die Karte? Die Karte sagt gerade oben hier rein, oder? Nein, links rüber. Wer schreit hier? Mut, Fremdling. Du näherst dich der Höhle des Hasstrolls, der nur als Katja bekannt ist. Katja, der Hasstroll. Ja, sie wird das Gift hassen. Keine Magie von jetzt an. Darfst du mir versprechen? Nein, ich nicht versprechen. Genau. Ah, sie wird nichts mehr hassen. Lymphe, ich habe alles. Großartig! Triff dich mit dem alten Lumpf und mir im vorgeschobenen Lager. Der Kessel ist vorbereitet. Ich halte den Kessel weiter am Kochen und blubbern. Ich hack auf hier rum, bis du kleiner bist als ich. Ich werde einfach durchlaufen. Waren das Schlümpfe gerade? Ja. Waren da. Gutes Timing, Fremdling. Wir kriegen Besuch. Seid auf der Hut, Leute. Das sind nicht mehr eure Brüder. Haltet euch nicht zurück. Die fliegen schön. Das gefällt mir. Durch. Sieht aus, als wären das die letzten. Fürs Erste. Na dann los. Wirf die Zutaten für den Trank in die Suppe. Okay. Presto Lumpho, Viola. Fertig. Ein Pilzverbesserungstrank. Kochend heiß und so frisch wie möglich. Wunderbar. Ich habe den Annäherungswinkel und die Geschwindigkeit der kombinierten Vektoren berechnet. Die Anwendung des Trankes auf diesen Pilz hier wird zu einem ganz erstaunlichen Ritt führen. Das sollte dich in die optimale Position bringen, um das Tor für den Rest von uns zu öffnen. Und jetzt fangt an zu springen, Leute! Hui! Komm schon! Heiliger Strohlumpf! Es hat geklappt! Jetzt mach das Tor auf, damit wir dir helfen können. Dann mal los. Es ist offen. Na los, Männer. Wir müssen unsere Heimat zurückerobern und meine Frau Königin finden. Oh. Easy, Lymphfighter. Lymphine, wo bist du, Liebes? Wenn du mich hören kannst, Liebes, sag etwas. Mach dir keine Sorgen, Schatz, wir sind gleich da. Oh, was muss ich tun? Da, der Kristall muss die Quelle der Blauwut sein. Und Gurgelrotz benutzt ihn dazu, Lumpfine in eines dieser Dinger zu verwandeln. Frau Königin, kannst du mich hören? Sag etwas, Mädchen. Da tritt mich doch ein Lumpf. Das sieht ganz schön übel aus. Aber ich denke, ich weiß, was ich tun muss. Ich werde den Kristall säubern. Halte mir die Blauen vom Leib. Schießt eigentlich nur wahllos in die Gegend. Sie wird mit Blauen. So. Auf da. Zurück! Ich kann es! Kann es!
Brrrr. Nein! Es tut mir leid, alter Lumpf. Oh, wie geil. Es läuft alles nach Plan. Herrlich! Gurgelrott! Komm raus und zeig dich! Dafür werde ich dich umbringen! Wie du willst, Tochter. Zeit für unseren ersten und letzten Vater-Tochter-Tanz. Ich nutze mal den High Ground aus. Er schaut nicht so aus, als würde er viel machen, der kleine Gurgelrotz. Jetzt macht er was. Be dead. Any second now. Auf nimmer Wiedersehen. Komm her, Fremdling. Lass mich dir danken. Jetzt, wo Gurgelrotz tot ist und der verdorbene Kristall gereinigt wurde, können wir Lymphe endlich anfangen, unser Leben wieder aufzubauen. Es ist eine Schande, dass der alte Lumpf das nicht mehr erleben wird. Die Trüffeljagd wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Aber du hast uns heute einen großen Gefallen getan. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich hoffe, das hier reicht. Ein Raketenwerfer. Warum nicht? Sanjay. Voll gelootet bin ich. Genug Platz noch, um weiterzumachen. In der Zwischenzeit. Peace. Oh.